Fußkritik muss auch auf jeden Fall Lob geben. Und nachdem meine Flops 2019 aus dem ersten Quartal jetzt am Montag rausgekommen ist, die Liste, wird heute auf jeden Fall eine Zeit, über die Tops zu reden. Und es gab viele Filme, die wirklich okay waren, bis gut, aber 7, die wirklich richtig stark waren. Was das genau für welche Filme sind, das würde ich euch jetzt gerne verraten. Ganz viel Spaß und ganz kurz, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und dazu Lust habt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, das würde mir sehr helfen und würde mich auch sehr freuen. Ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mal an mit Platz Nummer 7. Auf Platz 7 befindet sich da der Film Wait Your Date wieder. Das ist eine deutsche Komödie, wo ich sehr skeptisch war und wo ich mir wirklich nichts bei gedacht habe. Ich dachte, es würde in Richtung Safari Match mit für Ken gehen und würde bei mir vielleicht bei 2, vielleicht bei 4, maximal vielleicht auch bei 6 Punkten rauskommen. Aber ich war von diesem Film mehr als begeistert und habe mich wirklich sehr gefreut, dass er so gut war. Und gebe dem Film auf jeden Fall und ganz verdient 8 Punkte. Und ich war wirklich sehr überrascht, sehr positiv. Und der Film ist auch viel mehr als eine deutsche Komödie einfach. Und ist auf jeden Fall nicht über 8,15, sondern geht auch um Themen, über Mobbing, über Ausgrenzung, über Apps, die vielleicht auch gar nicht nur positiv sind. Und über viel, viel mehr, als man auch nach dem Trailer denkt. Und das hat mich wirklich sehr begeistert und sehr überrascht. Und ich hatte wirklich meinen Spaß damit. Die 4 Hauptdarsteller sind sehr gut ausgewählt, passen sehr gut zueinander und harmonieren auch sehr gut. Und ich würde mich wirklich unfassbar freuen, wenn es da einen zweiten Teil geben würde. Denn das Ende ist eigentlich abgeschlossen, aber die Figuren sind mir so sympathisch, dass ich mich einfach freuen würde, die bald wiederzusehen. Und das ist auf jeden Fall mein gerechter Platz Nummer 7. Auf der 6 befindet sich ein Film über Recht und die Mrs. Ginsburg, und zwar die Berufung. Hier spielt Felicity Jones und Armie Hammer ein Paar, aber Felicity Jones steht ja mehr im Vordergrund. Und die können auch sehr gut miteinander und konnten mich auch wirklich begeistern. Ich mag Low Manager sehr gerne, deswegen fand ich Armie Hammer als hier auch sehr sympathisch. War aber auch sehr überrascht, als ich Felicity Jones gegoogelt habe, dass die aus Rogue One kommt. Das hatte ich wirklich gerne auf dem Schirm und habe mich auch wirklich sehr gefreut. Aber abgesehen davon, dass die beiden Schauspieler bekannt sind, durch weitere Filme, haben die hier wirklich sehr gut gespielt, haben sie sehr gut zusammengepasst und haben die Thematik auch sehr gut umgesetzt. Der Film war an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu langatmig und zu trocken, aber die beiden Schauspieler haben es geschafft, vor allem auch Felicity Jones, die Handlung zu packen und das Beste daraus zu machen. Das Beste, was man hier daraus machen konnte, hat sie auf jeden Fall geschafft. Wie gesagt, der Film ist trocken, aber besser hätte man den Film wirklich nicht umsetzen können. Auf der Zunge steht der erste große Blockbuster, und zwar Alita Battle Angels. Auch bei dem Film war ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich bin kein großer Fan von Animes und Mangas. Aber als der Film dann herausgekommen ist, habe ich mich wirklich sehr begeistert gefühlt und war doch sehr positiv angetan. Der Film ist von den Machern von Sin City, Titanic und Avatar, und das merkt man auch wirklich. Denn Alita Battle Angels bringt echt eine Größe mit sich und kann wirklich viel auf Klasse setzen und auf gute Kämpfe, auf sehr gute Dialoge oder auf für einen Hollywood-Film sehr gute Dialoge, also ist das nichts Teamständiges, und auf eine sehr sympathische Hauptdarstellerin. Und auch Christoph Waltz konnte mich hier wirklich sehr begeistern. Ich mochte den früher wirklich sehr gerne. Der hat mich allerdings in Spectre, in Killboss 2, in Downsizing und was war der 4. Film? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall in den 3 Filmen wirklich ein bisschen überfordert, und ich fand, der hat sich nicht wirklich weiterentwickelt und ist mir so auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil er immer dasselbe gespielt hat. Denn die Rolle aus Django Unchained hat er halt immer wieder versucht zu wiederholen, und das fand ich halt an anderen Stellen ein bisschen zu doof. Aber hier spielt er wirklich eine ganz gute Rolle. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass er hier die Rolle spielen bekommen hat, denn das passt sehr gut zu ihm und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass er zurückgekommen ist. Und der Battle ist aber ein Film, der baut sehr auf eine Fortsetzung, und ich würde mich so freuen, wenn es die Fortsetzung geben würde, weil das Ende ist hier wirklich sehr offen. Die Sache ist nur, der Film ist sehr gefloppt und auch China war da leider keine große Hilfe. Da war schon ein bisschen Hoffnung, dass das da gut anlaufen wird, war es leider nicht. Und deswegen ist es auch sehr unklar, ob der Film eine Fortsetzung bekommen wird. Natürlich, die Fans freuen sich drüber und ich würde mich auch sehr drüber freuen. Aber von der Summe her, was er eingespielt hat,
ist es wirklich sehr skeptisch, ob es eine Fortsetzung geben wird. Und ich denke sogar, dass hier Teil 1 abgeschlossen, also von den, es keinen zweiten Teil geben wird, sagen wir so. Auf Platz 4 befindet sich ein Film, ein sechster Teil und ein zweiter Teil, und zwar Creed, Rocky's Legacy. Creed ist die Fortsetzung von Creed 1, macht auch natürlich auch Sinn, und der sechste Teil von der Rocky-Saga. Und hier geht es wirklich um sehr gute Kämpfe von Michael B. Jordan, der hier auch wirklich einen sehr krassen Gegner bekommt und wo es wirklich sehr unsicher ist, ob der die Kämpfe auch wirklich gewinnt. Und die Action ist hier wirklich sehr handgreiflich und man sieht hier wirklich sehr, dass die auch am Set selbst geboxt haben. Und ich fand es auch sehr schön, dass es hier nicht nur um Boxen geht, sondern auch um Familie und auch um, vielleicht auch um ein bisschen Ausgrenzung, Behinderung und sonstiges, also auch um Thematiken, die hier wirklich aufgegriffen werden, mit denen ich echt nicht gerechnet hätte. Und Creed 2 Rocky's Legacy hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Boxkämpfe waren natürlich das, worum es hier geht. Die waren sehr gut. Aber ich fand es auch wirklich sehr gut, dass der hier auch mehr geschafft hat, als eben nur die Boxkämpfe. Auf Platz 3 befindet sich ein Film wieder, und zwar Blöd Familie. Mit Mark Wahlberg und Ross Byrne. Und der Trailer sah wirklich sehr harmonisch, sehr süß und sehr liebevoll aus. Und das ist der Film auch. Der Film ist wirklich eine sehr schöne Familienkomödie. Aber natürlich eher für Ältere, die Kinder haben dann, oder Jugendliche haben damit jetzt nicht ihren Spaß. Und der Film geht aber überraschenderweise auch sehr tief und wirklich auch sehr mutig. Aber ich würde natürlich jetzt nicht verraten, was hier passiert. Ich würde jetzt nicht ohne zu spoilern. Aber wie gesagt, der Film ist viel mehr als der Trailer verspricht. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auf Platz 2 finde ich einen Film wieder. Der beste Film des Jahres von Oscars. Der hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Und ich muss sagen, ich finde ihn cool. Sehr gut. Aber auch nur für diesen 3 Monaten. Ich glaube, wenn er am Ende des Jahres ist, ist er auch nicht mehr so weit oben. Und der Film heißt Green Book. Ich würde ihn auf keinen Fall als bester Film titulieren. Aber der Film hat das, was ein guter Film ausmacht. Er hat sehr gute Schauspieler. Er hat eine Thematik, die wirklich sehr krass ist, aber die auch wirklich umgesetzt wird. Und sehr unerwartete Szenen. Und schafft es wirklich auf Text zu setzen. Und nicht auf Action. Sondern das, was die Personen hier miteinander erzählen, das kann wirklich sehr gut punkten. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, dass das die Jury von der Oscars sehr gut gefallen hat. Aber wie gesagt, bester Film würde ich ihn nicht bezeichnen. Aber er hat auf jeden Fall einen gerechten Platz Nummer 2 hier in meiner Liste. Und auf Platz 1, wie kann es auch anders sein, ist ein Film, den ich 3-mal im Kino gesehen habe, 3-mal mega geheult habe und ein Film, der mir wirklich sehr nahe geht und mich sehr berührt hat. Und zwar Drachen zum Beispiel gemacht, Teil 3. Drachen zum Beispiel gemacht, die geheime Welt, wie er auch eigentlich heißt, ist ein sehr besonderer Film und ich habe ihn immer ganz anders geblickt, wie eigentlich die normalen Zuschauer den gucken würden. Ich hatte einen Freund, das habe ich auch in der Kritik gesagt, der wollte diesen Film unbedingt gucken, er hat die Tage schon gezählt, wollte diesen Film wirklich unbedingt gucken. Die Sache ist nur, er hat es nicht geschafft. Er hat sich wirklich sehr auf diesen Film gefreut und er konnte es kaum erwarten, bis der Film endlich ins Kino kommt. Ist allerdings im November 2018 verstorben und hat diesen Film nie sehen können. Und immer wenn ich mir den Film angucke, dann muss ich halt an ihn denken und fange immer an zu weinen. Und es ist wirklich sehr schade und auch sehr ergreifend. Denn er war für mich auch so eine Art ohne Zahn. Er war verspielt, verträumt und wirklich sehr und auch halt auch einfach genauso wie halt ohne Zahn halt ist. Und ich habe mit ihm halt die ersten beiden Filme gesehen, mich sehr drüber gefreut. Und er war halt für mich, wie gesagt, so der kleine ohne Zahn. Und hier am Ende ist halt auch ein sehr besonderes Ende. Die Reihe hatte immer mit der Thematik vom Abschied nehmen zu tun. Und ich werde auch hier nicht verraten, was am Ende passiert, aber es hat was mit einem großen Abschied zu tun. Und einem Abschied, der mir auch, wie gesagt, sehr nahe geht. Ganz kurz, ich werde jetzt spoilern. Ich würde jetzt gerne das zu Ende reden, deswegen sage ich es ganz kurz eine Spoilerwarnung. Ich werde jetzt spoilern. Achtung. Okay. Hier ist es aber so, dass Onizan erfährt, dass er in der Geheimwelt leben kann. Und dort auch halt am Ende hinfliegt. Und es ist so, dass Hicks ihn halt auf der Insel zurückbleibt. Nicht auf Berg, sondern auf der neuen Insel und ihn loslassen muss. Er schaut ihm hinterher, weiß, er kann nicht hinter ihm her und schaut ihm halt zu, wie er in eine Welt fliegt, wo er ohne Probleme leben kann
wo er frei leben kann, wo er für ewig leben kann. Und Higgs kann einfach nicht hinter ihm her. Und genauso war es halt auch bei mir. Der Freund ist gegangen. Ich konnte nicht hinterher und er lebt halt, wenn man daran glaubt, dann auch ganz woanders. Und das ist halt auch so eine magische Welt. Und deswegen war das für mich halt sehr persönlich. Und deswegen konnte ich nichts anderes als diesen Film auf meinen Platz anzusetzen. Weil mir persönlich sehr nahe geht. Aber weil der auch ein sehr interessanter Film war. Und wirklich ein Finale, dass die Trilogie nicht besser abschließen hätte können. Denn Drachenzähmchen habe ich gemacht, Teil 3 ist ein sehr besonderer Film, ein sehr erwachsener Film. Und ist, glaube ich, gar nicht so ein Kinderfilm, sondern eher für die Erwachsenen. Denn er hat hier Werte, die Kinder vielleicht nicht allzu gut verstehen, aber die wirklich sehr wichtig sind. Und ich fand es sehr schön, dass der Film so gemacht wurde. Und damit bin ich mit diesem wieder raus. Danke sehr fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.